schwarze Beck im Mittelfeld. Der geht über die Mittellinie hinweg zu Beckenbauer. Beckenbauer hat den Ball, nähert sich nun schon von links dem Strafraum. Und Rot. Rot soll angespielt werden, aber der wird abgeblockt und Müller kommt ebenfalls nicht mehr ran. Seit wann interessierst du dich denn für Fußball? Geht hinterher und jetzt schießt er sogar selbst aus der Drehung, aber der Ball prallt ab. Geht rüber zur Hand. Das ist rein geschäftlich. Kann seiner Flanke und dann ist der Ball hinter. Bitte mach das mal, ja? Hallo? Hier ist Sanna. Oh, Herr Konsul, guten Tag. Einen Augenblick, bitte. Entschuldigung. Ja, bitte? Kennen Sie Franz Beckenbauer? Selbstverständlich, natürlich. Wirklich? Selbstverständlich. Wir treffen uns jede Woche einmal zum Essen, fast jede Woche. Machen Sie einen Termin mit ihm aus. Ich möchte ihn als Werbeträger einsetzen für meine Produkte. Sie müssen sich aber beeilen. Wahrscheinlich kommen andere auch auf die Idee. Alles klar, Herr Professor. Eine schriftliche Bestätigung dieses Gesprächs erhalten Sie. Danke. Fertig? Danke. Du kennst den Beckenbauer? Nee. Du triffst ihn nicht jede Woche? Nee. Wer war das, mit dem du eben gesprochen hast? Sala. Wer? Konsul Johann Baptist Sala. Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender des Sala-Konzerns. Gruppenumsatz 750 Millionen DM, 35.000 Beschäftigte, vielfacher Aufsichtsrat. Ehrenpräsident des Markenartikelverbandes. Jedenfalls größter lebender Beckenbauer-Fan nördlich der Alpen und außerdem mein bester Kunde. Ach, und jetzt muss er den Beckenbauer kennenlernen. Genau so ist es. Gib mir gleich was. Wir fahren nach der Geburt. Ja? So. Wenn man gewinnt, spielt man immer gut. Das war natürlich für schnelles Spiel. Ja, für die Verhältnisse. Das ist doch ziemlich warm, gell? Eigentlich ganz gut. Danke. Danke. Hat dir aber gut gefühlt. Doch. Gut, jetzt hat uns gescheit zu gehen. Schwester, ziehen Sie mal ganz vorsichtig den Stumpf runter. Dicht. Das gleiche über den Rhein. Ist schon gut, ist schon gut. So. Jetzt bewege mal die Zehen. Gut. Spürst du es noch? Ja? Ja. Gut, dann schauen wir mal, was ich mache. Von der AP-Achse an für sich nicht schlecht, aber wenn wir uns die seitliche Achse anschauen, da haben wir doch eine ganz schöne Verschiebung hier, eine Rekurvatio. Außerdem die Fibula, die steht auch noch und da werden wir wahrscheinlich doch eine Osteotomie machen müssen. Was meinen Sie dazu? Warten wir erstmal ab, was die Extension bringt. Ja. Ja, das Schienbein ist leider gebrochen. Er wird vorerst im Krankenhaus bleiben müssen. Entschuldigen Sie mich bitte, ich bin gleich zurück. Was hast du denn vor? Wir gehen aus, Liebling. Klasse. Ich weiß, wo der Beckenbauer ist.
Die Kinderportion. Schaut's aus. Guten Abend. Nein. Wiedersehen. Okay. Grüß euch. Da drüben sitzt er. Das kann ich hier am Tisch, kann ich das wirklich nicht wiederholen. Das ist nicht lukreif. Wer war denn das? Das war der Schiedsrichter. Ja, sicher. Wie heißt denn der? Der heißt, ich glaube, er war aus der Nähe von Köln. Wie hieß denn der? Du kennst ihn sicher. Er hat in München hat er schon ein paar Mal gepfiffen. Blonde. In welcher Stadt war denn das? Ja, in welcher Stadt war denn das? Der ist ja ganz egal. Aber kannst du dir das Bild vorstellen, als ich nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter Arm in Arm vom Platz ging? Die Leute haben gelacht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Saukomisch. Da weiß ich auch eine saukomische Geschichte. Ich war als junger Schauspieler engagiert in einer Kleinstadt, in einem Barocktheater. So. Ist ja egal. Und wir spielten ein Stück, das war keine Boulevardkomödie, das war ein Kostümstück, nicht? Ein Kostümstück mit dem Titel, ist ja egal, es war von Franzosen. Franzosen, ja. Der war ganz bitte in viele Komödien. Das muss aber schon lange her sein, oder? Nee, ist ja egal. Also, ich stehe auf der Bühne mit dem. Mit dem Peter. Na, wie ist denn? Jedenfalls, wir stehen in einer Szene auf der Bühne. Und ich habe. Nein, er. Er hat zu mir zu sagen. Geh doch endlich rüber. Weiß ich natürlich nicht mehr, aber. Das ist jetzt halt. Ich kann ja einfach rübergehen. Mach doch endlich was. Ja. Und dann hat. Nein! Die Schauspielerin, ganz bekannt, viele Filme gemacht, kennst du sie doch. Na die, klar. Zara Leander. Ah, Zara Leander. Eine Blonde. Na, wie heißt sie denn auch? Die Blonde, ja. Nee, wie hieß sie denn noch? Moment einmal, sie hieß, Ist ja egal. Jedenfalls, sie kommt also raus und muss zu mir sagen, ziemlich heftig. Muss sie zu mir sagen, na, ist ja egal. Und darauf habe ich zu sagen. Moment, was hat er denn gesagt? Na, ist ja egal, es war jedenfalls saukomisch. Die Leute haben gelacht, also saukomisch war es wirklich. Das ist so ein Blödsinn, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Entschuldigen Sie, Herr Beckenbauer. Ja, bitte. Da ist ein Herr von der Werbeagentur, möchten Sie gerne sprechen. Ja? Was ist denn, Franz? Ach, da sitzt jemand von einer Werbeagentur und will mich sprechen. Wann hast du noch herkommen? Ja. Alles in Ordnung, Sie können schon. Dankeschön. Auf geht's. Entschuldigen Sie, Herr Beckenbauer, darf ich Ihnen Fräulein Winter vorstellen? Bitte schön. Grüß Gott, Herr Beckenbauer. Grüß Gott. Zurück, um vielleicht den Gegner ein bisschen herauszulocken, bis zu Hansen, der Däne, am rechten Flügel, als offensiver Verteidiger versucht, noch mehr Druck zu machen. Dann wieder darüber zu machen. War zu Beginn rot, ein bisschen umständlich in der Drehung, weiter zu Müller. Müller mit Rückpass dazu geben. Und natürlich wieder zu Beckenbauer. Beckenbauer hat den Ball, nimmt ihn unter Kontrolle, läuft am ersten
Wuppertaler vorbei und dann eine blitzartige Drehung nach rechts und der zweite Wuppertaler läuft ins Leere. Beckenbauer macht zögern. Da muss doch mal einer herausgehen aus dem Winkel. Bloß der Fußballschuld. Weck ihn doch nicht auf. Nichts anderes. Können Sie das noch für Ihren Bayern-Bericht brauchen, Herr Wolfbauer? Zeigen Sie mal. Ist das Allerneueste. Gestern Abend erst geschossen. Wenn Sie es nicht haben wollen, dann gebe ich Schulz für ganz privat. Wer ist denn das Mädchen?
Heißt Angelika Winter. Ist Mannequin oder sowas ähnliches. Dürfte Wiener, hm? Ja, ja. Sie können ja schreiben. Ist Darmmannequin Angelika, gemeinsam mit Franz Beckenbauer. Ja, ja, gute Idee. Wissen Sie was? Geben Sie es dem Schulz. Ich mache hier Sport und nicht Society. Das Rheinland. Die Rheinebene ist gut bewässert. Der Boden ist fruchtbar. Das Klima ist mild. Ein reiches Bauernland. In der Ebene wächst fast alles, was der Bauer und der Industriearbeiter in den nahen Großstädten braucht. Mainz, Wiesbaden, Frankfurt. Im Westen lösen die Weingärten die Getreidefelder ab. Hier an der Weinstraße. Ruhe! An der Weinstraße liegen die berühmten Weinorte. Edenkoben, Deidesheim, Wachenheim, Bad Dürkheim, Nierstein. Was ist denn los? An den warmen Sonnenhängen der Mosel, da wachsen so berühmte Weinsorten wie Wehlener Sonnenuhr, Bernkastler, Dr. Bernkastler, Riesling, Piesbotter Riesling, Würziger Schwarzlei, Brauneberger Juffer, Klüsratter Bruderschaft, Zeller Schwarze Katzgröber Nacktarsch, Gimmeldinger Meeresspinne, Drittenheimer Altärchen, Drittenheimer Apotheke. Freund besuchen. Ja, wie geht's ihm denn? Ach, der wird schon wieder. Schmerzen hat er nicht. Er ist natürlich manchmal ein bisschen niedergeschlagen. Ja, das glaube ich, ja. Wenn Sie zu ihm reingehen, muntert Sie ein bisschen. Das mache ich gerne, ja? Ja. Ich bringe Sie hin. Vielen Dank. Herr Beckenbauer. Ja, bitte. Haben Sie vielleicht ein Foto von sich dabei? Natürlich, ich habe immer welche von mir, ja? Dabei, ja. Würden Sie mir wohl ein Autogramm geben? Das mache ich gerne, ja. Ja? Wie ist denn Ihr Name, Schwester? Schwester Irene. Schwester Irene. Ein unglücklichen Pressschlag seines Gegenspielers in der 73. Minute verletzt ausschied, bedauern ebenso Münchens Fußballanhänger wie seine Freunde aus der Mannschaft des FC Bayern. Hoffentlich ist seine Verletzung nicht der befürchtete Beinbruch. Besuch für Sie. Vielen Dank, Schwester. Bitte. Grüß dich, Silvi. Grüß dich, Franz. Servus, Herbert. Grüß dich, Franz. Du, bei dir schaut's aus wie in einer Schlosserei. Haben die dich da festgeschweißt? Schaust du halt an, die Scheiße. Natürlich wird er sie fragen, ob er wieder spielen kann. Was werden Sie denn sagen? Tja, vorläufig kann man noch gar nichts sagen. Wissen Sie, wenn es sich nicht um jemanden handeln würde, der so extrem auf seine Beine angewiesen ist wie ein Spitzenfußballer, wäre das alles gar nicht so problematisch. Aber genau dieser kleine Unterschied macht den Hochleistungssportler aus. Endgültig wird man erst etwas sagen können, wenn der Bruch völlig ausgeheilt ist. Sagen Sie mal, wie ist er denn, der Beckenbauer? Ich meine, so privat. Ach, der ist furchtbar freundlich und sehr bescheiden. Gar nicht so, wie man sich das beim Star vorstellt. Hm. Auf mich wirkte, ja, sagen wir, müde. Tja, wie all die anderen auch. Wir erleben das ja jeden Tag. Wochenlang hartes körperliches Training, dann die nervliche Anspannung beim Spiel. Wenn die nicht über den Fußballplatz rennen, dass ihnen die Zunge raushängt, dann werden sie doch ausgepfiffen. Und der Beckenbauer besonders.
Mit Spiel und Sport hat es schon längst nichts mehr zu tun. Am Donnerstag fliegt die Mannschaft zurück nach München, geht am Freitag ins Trainingslager. Das Spiel ist am Samstag um 15.30 Uhr. Am Montag fliegen die Nationalspieler zu einem Vorbereitungslehrgang nach... Was ist am Sonntag? Da hat er frei. Ja, warum wird er da nicht eingesetzt? Das ist sein erster freier Tag seit 3 Wochen. Na und? Soll er doch froh sein, dass er was verdient? Also am Sonntag. Es tut mir leid, aber da hat Herr Beckenbauer bereits abgesagt. Wieso? Da ist er bei seiner Familie. Jetzt bringen Sie mich aber zum Lachen. Was kümmert mich seine Familie? Wenn er für das Geld seines Vereins einem Fußball nachrennt, dann rennt er für mein Geld eben am Sonntag. Es liegt auf der Hand, dass sich Artikel besser verkaufen lassen, wenn sich ihre Identifizierung mit einem Massenidol erreichen lässt. Wir müssen also die Sala-Produkte koppeln mit dem Prestige einer Persönlichkeit von höchstem Bekanntheitsgrad und optimaler Beliebtheit aber mit allen Durchwegern. Aber die doch aus. Wer? Na, das Publikum. Ach, auf fremden Plätzen werden alle Nationalspieler rausgepfiffen. Ja. Heute 15 Uhr. Beckenbauer, du kommst doch in Garmisch im Sportgeschäft. Kommst du hin? Schon Wochen vor der... Nein, ich habe dir erfüllt. Ich gehe. Was willst du? Ein Auto kommt auf Beckenbauer natürlich. Meinst vielleicht du kriegst ein Autogramm? Du kriegst dann in einer Bayerischen in einer Preisbestellung. Hervorragend heute. Wann soll ich dabei? Der Becken. Kaiser Franz Josef. Ja. Weißt, das ist ja nicht ein Fußballer, der einen Ball da hinhaut oder da. Das ist. Der spielt schon wie ein Muse, wie ein Muse, weißt du. Ja. Den Ball, das ist alles so immer leicht und so ein Können, aber der denkt ja auch dabei, was der rennt, der marschiert im Bild, den Weg und so. Der überdenkt ja das Ganze, weißt du, in der. Heute, wir die anderen heute nicht, das sind Jungen. Und diese Leichtigkeit, weißt du, als wir waren ein Verwachsener mit dem Fußball. Ja, mit einer Leichtigkeit. Geht das, da hinsehen, das ist ein Freiwand. Da ist mir auch wurscht, wenn es kein Tor ist. Wenn es so schön, so eine Passage. Also die Eleganz gefällt dir. Ja, dir. Ja, du hast gut. Dir auch. Das sag ich dir schon, so ein Fußballspiel, das wirst du bei uns jahrelang immer sehen. Ich glaube schon, dass das nicht einmal gleich wieder vorkommt. Servus. Spinne? Das ist er ja. Wer denn? Der Beckenbauer. Das ist er? Kann ich was zum Essen haben? Aha, ein schönes Tellerfleisch hätte man, das wäre fertig. Das habe ich selber gegessen. Prima, bring uns mal eins. Ja, und ein helles. Na, kein Bier. Ein Saft, bitte. Ein Saft. Ein Saft, ne? Einmal Tellerfleisch und ein Saft. Sofort. So, das Tellerfleisch kommt sofort und der Saft auch. Wunderbar, vielen Dank. Ja. Jetzt muss ich Sie was Dummes fragen. Ja, was denn? Sind Sie wirklich der Beckenbauer? Ja, bin ich, ja. Herr
du hast, wirklich recht gehabt, das ist er. Das hab ich dir doch gleich gesagt. Den muss ich jetzt gleich um was fragen. Du packst du jetzt nicht, geht, dann lass erst in Ruhe essen. Sie auch eine Karte? Vielen Dank. Raus jetzt, so, jetzt ist Schluss mit der Autogrammstunde. Der Herr Beckenbauer muss wieder weg. Komm, 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 raus mit euch. Raus, da, du auch, komm, raus mit euch. Schluss jetzt. Komm, jetzt so. Schön, nein, 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 komm nur. Raus. Herr Beckenbauer, trink mal. Trink mal Schnaps. Schnaps? Nein, kein Schnaps. Trink ja auch einen. Ich muss ja noch heimfahren. Ich habe einen weiten Weg von mir. Na, was anderes. Sie dürfen einen Schnaps trinken. Aber Sie sind schon ein Strapazier. Wann sind Sie von Spanien zurückgekommen? Heute früh um 7. Früh, also, von da heraus waren schon wieder Nachmittag. Ja, noch habe ich ein paar Stunden geschlafen. Ja. Bin dann da rausgefahren. Ja. Morgen auf zwei Training. Ja? Wie geht das? Ja, jetzt gehen wir morgen wieder ins Trainingslager für Samstag. Dann fahren wir am Sonntag nach Frankfurt. Montag geht es weiter nach Moskau. So, am Donnerstag wieder zurück, gehen wir am Freitag nach Schalke. Macht euch dabei kaputt, so viel Kraft haben wir nicht. Spielt da lieber mal ein bisschen sicherer. Rennt nicht so viel mit dem Ball, spielt lieber einmal mehr zurück als einmal zu schnell nach vorne. Wenn wir eine Kontermöglichkeit haben, ja, aber nicht dann in die Mauer rein. Wenn du über links oder die freie Seite kommst, ist alles okay. Und wenn du mal hinten ausgeholfen hast, wenn der Verteidiger geht, geh sofort wieder nach vorne rein. Die mir machen, das ist Wahnsinn. Das kostet dich ein paar Jahre. Ja. Du spielst mindestens 4 Jahre länger als ich. Ja. Du machst das Spiel 14 Jahre. Du bist ja auf damit 50 Spiele oder 60 Spiele, was du im Jahr hast.
Deutsche Fußballmeisterschaft fällt am morgigen Samstag eine wichtige Vorentscheidung. Zwar hat das virtuose Spiel des Titelverteidigers FC Bayern und besonders die Glanzform Franz Beckenbauers die Herzen aller Bayern-Fans höher schlagen lassen. Herr Kollege Schulz, weil Sie gerade da sind. Ja, bitte. Haben Sie das Beckenbauer-Foto bekommen, das mit der Mieze? Ja, schönes Foto. Bringen Sie es. Nein, Herr Wolfbauer, leider nicht, vorerst nicht. Man hat mir höheren Ortes davon abgeraten, Kaiser Franz darf im Augenblick nicht konfrontiert werden. Er muss sauber gehalten werden, weil ein großer Anzeigenkunde ihn eingekauft hat für Suppennudeln oder Hundekuchen oder was weiß ich. Also im Augenblick kann ich das Foto nicht bringen. Und wer ist dieser Kunde? Marvison, Joe Marvison, Werbeagentur hier in München. Na gut. Es hat mir im Augenblick wirklich leid getan für den Franz, er hat genug um die Ohren und das sollte man ihm mit sowas wirklich in Ruhe lassen. Okay, ich muss weitermachen, servus. Tschüss. Höher schlagen lassen. Aber es fragt sich, ob der sensible Beckenbauer diese Spitzenleistungen auch durchhalten kann. Da spielen mehrere Faktoren mit. Zunächst einmal wissen wir nicht ganz genau, wie dieser Bruch verheilt. Und dann ist er natürlich aus dem Training geworfen. Sollte er wieder spielen können, hat er natürlich Angst, dass er sich das Bein nochmal bricht. Ja, dieses psychologische Trauma schleppt er mit sich rum. Kann ich jetzt zu ihm gehen? Ja, tun Sie das, er wird sich sicher freuen. Seine seelische Verfassung ist nicht gut. Er hat zwar keine Schmerzen, aber... Lass das. Ja, was hast du denn? Ich möchte, dass du deine Konsequenzen ziehst. Was für Konsequenzen? Ich möchte, dass du dir klar machst, mit wem du es ab jetzt zu tun hast. Ein kleiner Büroangestellter, der hinkt. Das ist doch noch nicht endgültig. Das wird wieder heilen. Eine kleine Schreibkraft in irgendeiner Fabrik. Wenn die mich überhaupt nehmen. Ich habe ja außer Fußballspielen nichts gelernt. Mit mir ist kein Start mehr zu machen. Keine Interviews mehr, keine Empfänge. Keine Feste. Ja, aber du hast doch Freunde. Freunde? Der Franz ist mein Freund und die Spieler. Aber die anderen? Außer zwei Reportern war doch niemand da. Freunde. Pff, Schmarotzer. Das waren doch nur so lange Freunde, solange sie von mir profitiert haben. Solange ich jemand war. Schau dir die alten Fußballspieler doch einmal an, die nicht mehr spielen. Haben die vielleicht noch Freunde? Irgendwann steht in der Zeitung, dass sie 65 geworden sind. So eine ganz kleine Notiz. Oder dass sie tot sind. Das ist alles, was vom Fußball übrig bleibt. Du solltest dir bald jemand anders suchen. Du bist gemein. Nur ehrlich. Es wird dir langweilig werden mit mir. Die Leute werden sich nicht mehr umdrehen, wenn wir in ein Lokal gehen. Außerdem haben wir auch das Geld nicht dazu. Keine Reporter, keine Sportwagen, keine Reisen mehr, keine Ehrenkarten. Und du brauchst mir auch nicht mehr vom Flugplatz abzuholen. War das nicht schön, wenn du mich abgeholt hast und wir hatten gewonnen? Es war schön zu gewinnen. Aber wenn wir gewonnen haben, haben andere verloren. Grüß euch. Grüß dich, Franz. Ich habe dir Kleinigkeit mitgebracht, damit du schneller gesund wirst. Aber bitte trink's nicht auf einmal. Danke. Tag, Silvi. Ja, was ist denn? Was habt ihr denn? Oh, Franz. Thank you.
Angst, Franz? Tja, ich weiß nicht. Aber du warst doch noch nie verletzt. Aber ich habe doch bisher nur Glück gehabt. Es ist nicht nur Glück. Es ist deine ganze Art zu spielen, deine technische Perfektion. Da müsste schon einer ganz gemein durchdrehen, nicht mal bewusst. Wenn ich sowas sehe, möchte ich einfach aufhören. Du kannst doch nicht einfach aufhören, Franz. Ich kann ja verstehen, dass das für dich ein Schock war, aber schlaf mal drüber. Lass mal ein paar Tage vergehen. Und wenn du wieder mal einen Ball vor den Füßen hast, dann sieht die Sache schon ganz anders aus, oder? Sicher. Du kannst nicht einfach aufhören, Franz. Ein Mann wie du, mit einer so außergewöhnlichen Begabung, der hat einfach die Verpflichtung, weiterzumachen. Du bist noch nicht am Ende, du bist noch nicht fertig. Ich habe Spiele von dir gesehen. Fantastisch. Na gut, ich habe aber auch schon Spiele gemacht. Aber Beckenbauer ist immer noch lieber als drei andere Spieler. So jedenfalls war es bisher Woche für Woche. Heute allerdings ist von einer turmhohen Überlegenheit der Bayern, noch herzlich wenig, von den vielgerühmten Ballkünsten Beckenbauers überhaupt nichts zu entdecken. Das Spiel ist ohne jeden Schwung.
eins sagen, mit deinem Beckenbauer. Weiß gar nicht, was aufs Blech hast. Weißt du, was der bei mir spielen darf? Halbstürmer. Weil der Libero spielt der mit 36 Jahren auch noch. Oder mit 40 Jahren. Der Höhle ist halt gespielt gemacht. Schwarzbeck hat gespielt. Was denn? Ja, Libero. Ja, Freiler hat er gespielt worden. Aushilfsweise. Aushilfsweise. Ja, da hat zufällig einmal hingehauen. Der nimmt ihm doch die ganze Arbeit weg, der Schwarzenbeck. Der haut die anderen auf Trällen auf. Und dann kommt der andere, nimmt ihm einen Ball und die Füße weg und dann ist er der Kühl weg. Und dann geht er anders an der Spur auf und wir haben den Doppelpass mit Müller wieder. Was hat er denn gegen Argentinien gemacht? Ja, gegen Argentinien. Ja, da waren sie alle schlecht. Alle? Ja, ja. Der soll doch mal im Sturm spielen, Halbstürmer. Weißt du, was noch mit ihm ist? Aber da hinten, da passiert, der spielt in 20 Jahren noch. Es ist doch besser, wenn ich aufhöre. Franz. Jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal ein Stück gespielt. Ja, komm, Harald. Den Witz, den kenne ich schon. Nein, nein, das ist jetzt kein Witz. Das meine ich ganz ernst. Das war Verbannte von James Joyce. Am Ende der Vorstellung wird gepfiffen und gebuht. Pfiffe im Theater sind grauenvoll. Dabei war die Probenarbeit wunderbar. Wir waren vom Erfolg überzeugt, aber irgendwas ist an dem Abend schiefgelaufen. Ich weiß, ich kann dir gar nicht erklären, was es war. Aber bleibt sie im Haus. Dazu, oder? Wahrscheinlich hat es ja bloß zu faul. Nein, es geht nicht immer. Ja, ist da könnt ihr ja auch ein bisschen losdrehen. Ja, ja, ja. Da meinst du 40.000 Zuschauer, pfeifen umsonst. Ehrlich. Oder habt 20. Irgendwo muss noch immer noch ein Spiel ausgehen. Was macht denn das sonst? Arbeiten. Arbeiten, ja. Aber es ist immer gut, gell? Und, aber er kann auch ein bisschen laufen. Wir zahlen auch. Wir zahlen auch. Wir zahlen auch. Garten und dann nichts dahinter. Aber das ist ja nicht bewusst geschehen. Können, aber manchmal läuft es doch nicht so, wie man will. Oder? Ja, aber ein bisschen anstrengen kommen sie auch, oder? Ja, wir strengen uns auch, oder? Du magst schon halt, oder? Ich glaube, sie sind aufs Spielfeld gegangen und haben gesagt, wir strengen uns halt nicht an. Ja, solche Mal. Ja, aber das ist ja nicht aus. Das hat halt so ausgeschaut. Also ich glaube, das Beste ist, ihr geht's wieder nach Haus. Ja, was? Also, ja. Ja, servus. Und? Am nächsten Mal dann was. Ja, hoffen wir. Am nächsten Mal wieder ein Sieg, Samstag. Was denn du hier? Hörst du zu denen da? Nein. Na, komm mal rein. Also, aus Pfaffenbeuren bist du. Und dein Vati hat eine Tankstelle. Ja. Ich werde jetzt deine Eltern anrufen, dass sie dich abholen. Wie heißt denn du? Thomas. Sag mal, Thomas,
Hast du mal darüber nachgedacht, dass deine Eltern sich vielleicht Sorgen machen? Nein. Vielleicht haben sie schon die Polizei verständigt. Sie sind ja gar nicht da. Wo sind die denn? Die sind auf so einem Fest vom Kraftfahrzeug in Ulm. Auch das noch. So, jetzt komm erst einmal mit. Hast du überhaupt schon was gegessen? Ja. Dann machen wir immer. Gib mir einen Whisky. Was? Ja, gib mir auch einen. Ein Whisky? Ja. Ist sowieso egal. Ich spiel sowieso nicht mehr. Gefahrens, red nicht so ein Quatsch. Du spielst sowieso nicht mehr. Du, ich hab's einfach satt. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Na, gib mir endlich einen. Schmeckt's? Scheußlich. Komm doch mal mit. Du lieber Junge. Was tauschst du? Ich tausche um auf Herz. Ach, Mann. Ich tausche um auf Gas. Jawohl, sehr gut. Ja, komm. Ach so, ich. Kann ich. Was wünscht, also, kannst du das? Diese Karte. Heute, aber Dreier. Kannst du es anders sagen? Wie die alten Sohn. Also, meine Herrschaften, husch, husch ins Körbchen, Schluss. Noch fertig spielen. Oh, fertig spielen, eins noch. Komm, mach mal fertig. Das fertig. Lass ihn da. Schnell, ja. Wer kommt jetzt dran? Das ist ich. Das ist ich. Und nein. Dann komm ich. Gibst du eine Blut, du? Stefan. Stefan, du kommst. Jawohl. Beinahe. Na komm, Schluss jetzt. Der Kleine muss nach Hause. Außerdem gibt's gleich ein Gewitter. Ja. Du, Harald, warum schwitzt du eigentlich so? Ich spiele immer mit vollem Einsatz. Ruf dich heute Abend da. Gut, ja. So, komm, meine Eltern warten schon. Wiedersehen. Na? Ist also die Hose voll, was? Naja, so ungefähr. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich hab gestern Abend noch mit deinem Papi telefoniert, das ist alles okay. Aber ich darf's natürlich nie wieder machen. Was? Also einfach vom Hause ausreißen. Aber es hat sich doch gelohnt. Was hat sich denn da gelohnt? Na, was ich meinen Kameraden so erzählen kann. Dass ich beim Beckenbauer war. Und dass ich mit ihm gespielt habe und so. Das ist doch was. Was willst du denn mal werden, Thomas? Fußballer, Profi. Das habe ich mir gedacht. Weißt du denn auch, was dir da bevorsteht, mein Junge? Also mal abgesehen vom Ruhm und vom Geld. Das ist nämlich ein ganz knallharter Job. Das ist nicht so, wie du dir das mit deinen 10 Jahren vorstellst. Was wollten Sie denn mal mit 10 Jahren werden? Ich? Ja? Lokomotivführer. Nö. Doch, Lokomotivführer. Warum sind Sie es dann nicht geworden? Weil ich, als ich älter wurde, festgestellt habe, dass das ein ganz ernsthafter Beruf ist. Kein Kinderspiel. Aber wenn der Beckenbauer spielt, sieht es doch so aus, als wäre es ein Kinderspiel. So leicht. Und lässig spielt er. Sieht eben nur so aus.
aber bis es mal so aussieht. Warum sind Sie eigentlich Schauspieler geworden? Kannst du mir nicht was Leichteres fragen? Nö. Weil ich als Schauspieler immer noch die Möglichkeit habe, Lokomotivführer zu spielen. Na, endlich! So, bis man Sie mal erreicht. Was heißt Sonntag? Ich kenne auch keine freie Stunde. Mach doch das Ding mal aus, bitte. Also, was unser Mann angeht, er hatte nun gestern beim Spiel gründlich versagt. Dem kann man nicht mal mehr meine Eiernudeln anvertrauen. Geschweige denn unsere Büchsen, unsere Konserven und so weiter. Naja, ausgepfiffen haben sie ihn, ja. Naja, es ist kaum. Ja. Auf gar keinen Fall. Sonst wäre mein Erzeugnis ja auch noch ausgepfiffen. Wie? Was heißt Vertrag? Also irgendeine Klausel wird es doch geben, dass wir da wieder raus können. Also, Marvison, ich verlasse mich auf Sie, ja? Klar? Wiederschauen. Danke. Beim Einkaufsbumme. Mensch, was die Weiber alles so zusammenkaufen. Einen goldbestickten Abendkaftan. Nein, Schulz, was gibt's? Ach, Sie sind's, Marvison. Ja, guten Tag. Sagen Sie, haben Sie noch das Foto mit Beckenbauer und dem Mädchen? Ja, klar. Ja, bleibt wie besprochen in der Schublade. Nein, nein, es bleibt nicht in der Schublade. Das würde ich mal bringen an Ihrer Stelle. Ja, wenn Sie meinen. Ja, mir soll's recht sein. Ja, na, da brauche ich wenigstens meine Fantasie nicht anzustrengen. Sie wissen ja, wenn man vor einem weißen Blatt sitzt, dann ist man der einsamste Mensch von der Welt. Ja, ja. Nehmen Sie die nächste Ausgabe. Ja, machen wir. Ja? Ja, mit Unterschrift, wie man Spiele verliert. Kaiser Franz Beckenbauer am Vorabend des großen Spiels mit Starmannecke. Angelika, ja. Ja? Okay. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Tschüss. Das ist ein Knüller. Trafen sich im Speiserestaurant der Fattoria Starkiker Franz Beckenbauer und Manneke Angelika zum gemeinsamen Abendessen. Beckenbauer hätte eigentlich im Training sein sollen. So verliert man Spiele. Diese Säue. Das gibt's doch gar nicht. Aber wie kann man so gemein sein? Tja, du siehst ja. Franz Beckenbauer lächelt ein schönes Mädchen an, die Schöne lächelt zurück. Du Harald, was kann man dagegen unternehmen? Nichts. Gar nichts. Vor allen Dingen nicht dementieren. Darauf warten die doch bloß. Dann haben sie wieder eine Schlagzeile. Na, na. Mach dir keine Sorgen, ich kenne mich da aus. In einer Woche ist das uninteressant und vergessen. Komm, trink das bitte. Am Dana Aramul Hakotel Svataim Kerva אמרה לי תקיעות השופר חזקות הן אבל השתיקה עוד יותר אמרה לי ציון הר הבית שתקה לי הגמול והזכות ומה שזהר על מצחה בין ארבעים היה הרגמה של מלאכות הכותל יזור לצוות הכותל עופרת ורם יש אנשים עם לב של מחלקתו רק אחד אמר לי למוות אין דמות אך יש כותל 9 מילימטר בלבד
Marli eineni dome a Vishavli hashpil mabatim Ach saba sheli Elohim hayodea Kabur kan behar hazeiti של אחד מן החיר אמרה לי עיני נערי הדולקות הן ולא הנירות שבקיר אמרה לי אינני רושמת שום פתק לתמון בין סדקיו כי מה שנתתי לכותל רק אמש גדול ממילים ומכתב הכותל איזור בצדת הכותל עופרת ודם יש אנשים עם לב של gehen wir rüber in den Zeichensaal. Beckenbauer spielt er nicht. Doch, spielt er doch. Nie. Beckenbauer, und mein Tatenmesser, dass du Beckenbauer heute spielst? Ja. Thank you.
Ach, Sie Filmmensch, Sie haben ja keine Ahnung. Gehen Sie in die Kabine und sagen Sie Herrn Beckenbauer, dass ich ihn um 8 Uhr bei mir zu Hause erwarte. Das wird schwierig sein bei den vielen Leuten. Ich sehe da im Augenblick. Ich bezahle Sie, Mann. Jetzt machen Sie, dass Sie reinkommen. Entschuldigen Sie, Herr Beckenbauer, ich würde sagen, dass Sie gerne heute Abend gut nachdenken. Ja, das ist doch mal fünf, Herr Leiter. Sonst fangen wir gut an, sagen Sie, den Gruß. Ich habe noch mal leider keine Zeit. Ja, neun, ja, bitte. Ja, nein, bitte. Ja, 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 bitte. So, haben wir's. Alles, gell? Stehen schon wieder vor deinem Haus. Diesmal sind sie am Jubel. Komm, fahren wir zu mir.